mit denen wir arbeiten, sind prädestiniert dafür, in die organisierte Kriminalität zu geraten, aufgrund von verschiedenen Gründen. Das hat Armut, Rassismus, Diskriminierung, zu wenig Wohnraum. Das hat sehr viele sozial-ökonomische Gründe. Und das ist die größte Gefahr, die von organisierter Kriminalität meiner Meinung nach ausgeht, dass sie genau diese Jugendlichen anwerben, die Jugendlichen, die von der Gesellschaft größtenteils im Stich gelassen werden. Wir machen aufsuchende Arbeit in Berlin, in verschiedenen Bezirken, zu den Jugendlichen hin. Dort, wo sie sich aufhalten, docken da an den Bedarfen der Jugendlichen an und versuchen so ein Vertrauensverhältnis mit ihnen herzustellen. Wir versuchen, die Jugendlichen zu erreichen und versuchen, mit denen Wege außerhalb von Gewalt und Kriminalität aufzubauen, damit die nicht in die organisierte Kriminalität hineinrutschen. Die deutsche Regierung sowohl auch wie die EU sollten bei den Bedarfen dieser Jugendlichen andocken. Es müssten halt Lebensbedingungen geschaffen werden, die lebenswert sind. Es soll keine Staatschancengerechtigkeit erarbeitet werden, es soll Gerechtigkeit erarbeitet werden. Junge Leute, die in Deutschland geboren werden, sollten immer das Recht haben, einen Pass zu kriegen. Die sollten das Recht haben, arbeiten gehen zu dürfen. Ein wichtiger Punkt, um mit Jugendlichen einfach zu arbeiten, Perspektiven zu schaffen.